غرباء 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 ولغير الله لا نحني الجباه غرباء وارتضيناها شعارا في الحياه ان تسل عنا فانا لا نبالي بالطغاه نحن جند الله دوما دربنا درب الاباه. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, liebe Geschwister, treffen wir uns wieder hier an diesem gesegneten Ort. Und Alhamdulillah, heute bin ich auch guter Laune, denn wir haben zweimal beim Strandvolleyball gewonnen gegen die Brüder. Die waren wesentlich schlechter als wir. Insofern, Alhamdulillah, haben wir einen guten Start für diesen Vortrag. Möge Allah azawajal uns und euch die Sünden vergeben. Möge Allah azawajal uns nicht zu diesem Ort kommen gelassen haben, außer dass wir innigst von Allah azawajal ersehnen, dass er uns unsere Sünden vergibt. Allahumma amin. Und ich hoffe, wenn ihr den Namen eures Lieblings hört, Muhammad, dann sagt ihr sallallahu alaihi wa sallam. Es sieht so aus, als ob ihr ihn kennt. Liebe Geschwister, eine Zeit der Fitna, eine Zeit der Versuchung. Und die Versuchungen sind viele in dieser heutigen Zeit. Manch einer sagt, wäre das doch nur mein Ende, damit ich diesen Versuchung nicht erliege. Möge Allah Azza wa Jal meine Seele so schnell wie möglich nehmen. Ich habe Angst, dass ich als etwas anderes sterbe, außer als Muslim. Möge Allah Azza wa Jal nur unsere Seelen nehmen, wenn er mit uns zufrieden ist. Und so hat der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam gesagt. Er sagte, es kommt eine Zeit, wo ein Mann vor dem Grabe seines Bruders steht. Und er sagt, ja laytani kuntu makanak. Wäre ich doch nur an deiner Stelle, zu demjenigen, der im Grab liegt. Warum? Hat er Schulden? Die Antwort ist nein. Hat er eine Krankheit, die zum Tode führt? Die Antwort ist nein. Was ist seine größte Sorge? Die Versuchung, wo er Angst hat, dass er diesen Versuchungen erliegt. Ey Allah, wie viele Versuchungen haben wir in dieser Zeit? Sowohl aus religiöser Hinsicht, als auch aus der Sicht der Dunya. Viele Leute, die richtig ihre Religion praktizieren, bekommen keine Arbeit. Oder sie haben es sehr schwer, eine Arbeit zu bekommen. Gerade Schwestern, die auch richtig islamisch bekleidet sind. Möge Allah azawajal unsere Schwestern bewahren. Das sind Fittern, liebe Geschwister, für uns alle. Und es sind Fittern, die im Internet kursieren. Wer ist derjenige, von dem ich mein Wissen nehme? Wer ist derjenige, der gegen den spricht? Was sind diese üblen Seiten, die im Internet jeden Tag meine Gedanken durchkreisen, eine Fitna nach der anderen? Wer ist dieses hübsche Mädchen in der Klasse? Warum sitzt sie ausgerechnet neben mir? Weil du dich neben mir hingesetzt hast. Fittern. Überall. Und wir kommen nicht mehr weg von diesen Fittern. So sagte Imam Ahmad, rahmatullah alayh, Imam Ad-Dunya in seiner Zeit. Er sagte, مَا أَعْجَبُ مِمَّنْ هَلَكْ كَيْفَ هَلَكْ وَلَكِنْ أَعْجَبُ مِمَّنْ نَجَى كَيْفَ نَجَى. Er sagte, ich wundere mich nicht über eine Person, der an den Fittern, an den Versuchungen zugrunde geht, dass er überhaupt daran zugrunde gegangen ist, denn die Versuchungen sind viele. Vielmehr wundere ich mich über eine Person, und das sagte er in seiner Zeit. Und er hat noch die Luft der Sunna gerochen, liebe Geschwister, denn wie ihr wisst, Imam Ahmad, rahmatullah alayh, er war 200 Jahre nach der Hijra noch am Leben gewesen, ungefähr 241 bzw. 251 ist er gestorben, rahmatullah alayh. Er sagte, vielmehr wundere ich mich über jemanden, der die Versuchung überstanden hat, wie er sie überstanden hat. Wie viele Leute gehen zugrunde in dieser heutigen Zeit? Wir hören von Geschwistern, sie fangen an, ihre Religion zu praktizieren. Sie haben erkannt,
dass ihr gesamtes Leben nichts anderes als Lüge war. Sie haben sich täuschen lassen vom Shaitan, von ihrem Nefs, von ihrer Seele und von den Kuffar und den abgeirrten Leuten. Aber Allah Azza wa Jalla hat ihnen ein Versprechen gegeben. يُرِيدُ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ. Allah möchte euch vergeben. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. Jedoch wollen diejenigen, die ihren Gelüsten folgen, euch Menschen, weit in die Irre bringen. Weg von dem Gedenken zu Allah Azza wa Jal. Warum stellen sie die Drogen her? Warum diese Musik? Warum diese Filme? Und ihr seht insbesondere in unserer Zeit, in unseren Ländern im Ramadan, was läuft im Fernsehen? Da versuchen sie im Monat Ramadan die besten Programme, und das sind alles üble Programme, möge Allah Azza wa Jal uns bewahren. Sie versuchen die Muslime davon abzulenken, den Ramadan richtig zu verbringen. Leute, die da sind, damit du vom Gedenken an Allah Azza wa Jal abrückst. Aber Allah möchte uns vergeben. Yuridullahu an yatuba alaykum. Allah möchte euch vergeben. Aber die anderen, sie wollen euch in die Irre führen. Merkt ihr es nicht? Seht ihr es nicht? Merkt ihr nicht, dass als ihr den Weg der Religion beschritten habt, auf einmal alle Augen auf euch gerichtet waren? Aber als ihr kriminell wart, als ihr die Grenzen Allahs gesprengt habt, als ihr schlecht war gegenüber eurer eigenen Seele und gegenüber den Menschen, wer hat euch so kritisiert, wie nach der Zeit, als ihr praktizierend geworden seid? Es ist so, wie Allah Azza wa Jal über das Volk von Lut sagte. Sie sagten zu Lut alayhi salatu wassalam, nachdem sie das Abscheuliche, die Männer unter den Männern, verrichtet haben und den Alkohol übermäßig getrunken haben, so sagte Lut alayhi salatu wassalam, dass sie Allah Azza wa Jal fürchten sollen. Aber sie sagten, أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. Schmeißt die Leute, Lot und seine Familie, die Gläubigen aus eurer Stadt heraus. Das sind Leute, sie wollen sich reinhalten. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Das sind Leute, sie wollen sich reinhalten. Weswegen hassen sie uns? Weil wir uns reinhalten wollen. Möge Allah Azza wa Jal unsere Herzen reinigen. Und unsere gesamten Körperglieder reinigen, unsere Gedanken reinigen von allem Schmutz, der existiert. Liebe Geschwister, die Sache ist ernster, als wir denken. Ich habe eine Frage an dich, nachdem ich dir einige Auszüge von den Fittern, von den Versuchungen in dieser Zeit gesagt habe. Was, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in dieser Zeit leben würde und er würde dir sagen, raus aus Deutschland! Komm mit mir mit, wir machen die Hijra in ein anderes Land. Und das ist geschichtlich passiert. Wo haben sie gelebt? Die Muslime erstmal in Mekka. In Mekka. Was ist daraufhin passiert? Man hat die Muslime getötet. Man hat sie gequält. Man hat sie misshandelt. Man hat sie gesellschaftlich geächtet, bis diese Leute gezwungen waren, ihre Heimat zu verlassen. Mekka. Ihre Familien zu verlassen. In Mekka. Ihr Vermögen zu lassen. In Mekka. Also mussten sie raus aus dieser Stadt. Aber wer auch immer mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Hijra vollzogen hat, so wurde er gelobt von Allah Azza wa Jal. Denn er gehörte zu den Leuten, die tatsächlich etwas für diese großartige Religion geopfert haben. Und das ist eine Religion, wo wir opfern müssen. Wir dürfen unseren Gelüsten nicht folgen. Wir dürfen nicht den Mainstream folgen, den Leuten, die uns das Schlechte anbieten wollen, liebe Geschwister, sondern wir müssen uns immer an die Gesetze Allahs halten, ganz gleich, wo du lebst. Und ganz gleich, wie reich du bist. Und ganz gleich, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Wir haben Gesetze, an denen wir uns zu halten haben. Wir sind die Muslime und Allah Azza wa Jal ist unser Herr. Und unser Belange ist es in dieser Dunya, nur Allah Azza wa Jal zufriedenzustellen. Was, wenn der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam dir in dieser Zeit gesagt hätte, wir wandern aus jetzt aus diesem Land? Wärst du mitgegangen? Sei ehrlich. Oder hättest du gesagt, ja Rasulallah, Jobcenter kann ich nicht verlassen. Ja, Allah, wie viele leben hier für die Dunya und sie vergessen die
آخرة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Bevorzugt ihr etwa das diesseitige Leben? Oh ihr Johal, oh ihr, die ihr nichts von dem anderen Leben kennt, während das nächste Leben besser und beständiger ist. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. Ein Fußabdruck im Paradies, ein Fußabdruck im Paradies. 39, 40 Zentimeter, 45 Zentimeter, nehmen wir sehr große Füße, 60 Zentimeter. Ein Fußabdruck im Paradies ist besser als die Dunya und was in ihr ist. Allahu Akbar. Aber wie viele Leute verkaufen hier ihre Akhira, ihr Jenseits für die Dunya, liebe Geschwister. Und die meisten sind auch Versager in der Dunya. Und so versagt er sowohl in der Dunya als auch in der Akhira. Hättest du Millionen gehabt, hätten wir gesagt, wenigstens hat er in der Dunya gelebt. Aber von Hartz IV in der Dunya und dann noch Akhira verlieren, bist du verrückt? Aber sie wollen es verlieren. Sie geben es auf. Und daher höre diese Überlieferung. Und dann sehen wir, ob du wirklich Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gefolgt wärst, indem er dich rausgerufen hätte, dir gesagt hat, komm, dir gesagt hätte, komm, wir gehen in ein anderes Land. So sagte er sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil harj ka hijrati ilay. Die Ibadah, die Anbetung zu Allah, wie er es lebt, subhanahu wa ta'ala. In Zeiten der Fitan, haben wir diese Zeiten? Ja. Ist wie die Auswanderung zu mir, zu seiner Zeit. Allahu Akbar. Das heißt, liebe Geschwister, wenn wir uns in dieser Zeit, in der die Leute beschäftigt sind, abgelenkt sind durch die Fitan, durch die Versuchung, uns explizit mit der Ibadah beschäftigen, so ist es so an Lohn, als hätten wir damals mit den Gesandten sallallahu alaihi wasallam die Hijra gemacht. Bist du bereit für diese Hijra? Und ich möchte heute, dass wir alle die Hijra mit unseren Herzen machen. Bevor man die Hijra mit dem Körper vollzieht, vollzieht man sie erstmal mit dem Herzen. Erstmal steigt dein Herz zu Allah, Azza wa Jal. Denn meistens wirst du, wenn du für Allah Azza wa Jal auswanderst und für den Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam geprüft werden auf diesem Weg. Und wisse, wenn du Geduld zeigst, und wahrlich, du wirst Geduld brauchen und ich werde Geduld brauchen, so wirst du von Allah Azza wa Jal reichlich belohnt werden. Ist Allah in der Lage dazu, uns reichlich zu belohnen. Aber wenn du sagst, ich bin hier zufrieden, und ich praktiziere nicht meine Religion. Und eigentlich möchte ich hier nur das Leben genießen. So sage ich dir und höre mir gut zu. Diese Wörter sollen in deinem Gehirn hereinknallen. Jede Millisekunde, die du hier lebst, ist Haram für dich. Haram! Was machst du hier? Abul Bara, ich bin zufrieden mit dieser Dunya. Du praktizierst nicht. Du übst nicht deine Religion aus, du lernst nicht deine Religion, du verbreitest nicht deine Religion. Aus welchem Grund solltest du hier leben? Welche Entschuldigung willst du vor Allah Azza wa Jal vorbringen, o Diener Allahs, wenn er dich fragt, warum hast du an einem Ort gelebt, wo du denjenigen, die irregehend sind, immer mehr angeglichen bist, bis du so geworden bist wie sie? Was willst du antworten? Ja Allah, ich habe diese Leute geliebt. Ich habe es geliebt, ihnen nachzumachen. Ist das deine Antwort an diesem Tag? Allah Azza wa Jal, er wird barmherzig mit denjenigen sein, die sich auf beste Art und Weise abmühen. Darum wehe dir, dass du in diesem Land einfach so lebst, ohne deine Religion richtig zu praktizieren. Morgen wirst du vor Allah Azza wa Jal stehen. Und eine Tat, über die wir heute sprechen, damit wir auch zu denjenigen gehören, die in diesem Hadith gemeint sind, liebe Geschwister, dass wir eine Anbetung gegenüber Allah Azza wa Jal machen, das ist der Gegenstand von unserem Thema. Heute reden wir über eine gewaltige Anbetung zu Allah Azza wa Jal. Und nachdem ich einige Punkte erwähnt habe,
möchte ich von euch wissen, welche Anbetung das ist. Eine Tat, die der kürzeste Weg in das Paradies ist. عمل يسير على اللسان وثقيل في الميزان. Eine Tat, die leicht ist für die Zunge zu bewältigen und die schwer in der Waagschale liegt. Eine Tat, die den Körper stärkt. Eine Tat, die dir wahre Glückseligkeit im Leben bringt. Eine Tat, die Allah zufrieden macht und den Shaitan vertreibt. Eine Tat, die zu den besten Taten gehört. Eine Tat, die ein Beweis ist, dass du Allah Azza wa Jal liebst. Welche Tat ist das? Dhikrullah Azza wa Jal. Das Gedenken zu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hört, was Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala sagte. Er sagte, سمعته شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول الذكر للقلب مثل الماء للسماء. Der Dhikr, das Gedenken Allahs Azza wa Jal, dass du Allah lobpreist, dass du Allah Azza wa Jal erwähnst, dass du es genießt, Allah Azza wa Jal, in jeder Situation, wenn du kannst, zu erwähnen. ذكر الله للقلب, das Gedenken Allahs Azza wa Jal Subhanahu wa Ta'ala ist für das Herzen so wie das Wasser für den Fisch. فَكَيْفَ يَكُونُ حَالُ السَّمَكِ إِذَا فَارَقَ الْمَاءِ. Wie ist der Zustand von einem Fisch, wenn er das Wasser verlässt? Er wird sterben. Allahu Akbar. Er wird sterben. Deswegen sagte der Gesandte sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama in einer wunderschönen Überlieferung: مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ. Das Beispiel von demjenigen, der Allah seinen Herrn erwähnt, und demjenigen, der Allah seinem Herrn nicht erwähnt, ist das Beispiel wie von einem Lebendigen und einem Toten. Von einem Lebendigen und einem Toten. Ja, und ich sage es dir konkret, Wallahi, wenn du Allah nicht erwähnst, so bist du trotzdem ein Toter, der sich aber unter den Menschen bewegt, aber du bist tot. Aber wenn du ein gesundes Herz hast, welches Allah Azza wa Jal erwähnt, Subhanahu wa Ta'ala, auch wenn deine gesamten Glieder krank sind, so bist du lebendig bei Allah Azza wa Jal, weil du ihn erwähnst. Allahu Akbar. Das ist der Unterschied zwischen einem, der lebendig ist, und der tot ist, liebe Geschwister. Und er berichtet, Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala, über Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Er sagte über ihn, وَحَضَرْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابن تَيْمِيَة مَرَّةً صَلَّى الْفَجْرَ. Eines Tages betete Ibn Taymiyyah das Fajr-Gebet, sagt Ibn al-Qayyim. ثُمَّ جَلَسَ يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى. Dann hat er sich hingesetzt nach dem Fajr-Gebet. Was machen wir nach dem Fajr-Gebet? Unser Dhikr am frühen Morgen. Unser Morgen-Dhikr, das ist sehr wichtig für uns, liebe Geschwister. Er sagte, dann hat er sich hingesetzt und Allahs gedacht, إِلَى قَرِيبٍ مِنَ الْإِنْتِصَافِ النِّهَارِ. Bis weit in den Tag hinein, bedeutet bis vor Dhuhr, einige Zeit vor Dhuhr. ثُمَّ التَفَتَ إِلَيْهِ. So hat er sich danach nach mir gedreht, nachdem er die gesamte Zeit nur mit dem Dhikr beschäftigt war, Sheikh al-Islam. Und er sagte dann zu Ibn al-Qayyim, هَذِهِ غَدْوَتِي. Das ist meine Nahrung. وَلَوْ لَمْ أَتَغَدَّ الْغِدَاءِ سَقَطَتْ قُوَّتِي. Und wenn ich nicht diese Nahrung zu mir täglich einnehme, so verliere ich meine gesamte Kraft für den Tag. Ey Wallah, dieser Dhikrullah ergibt die Kraft, O Diener Allahs. Lasst uns hören, welche Vorteile uns der Dhikr bringt. Viele Leute sind abgelenkt vom Dhikr. Sie haben den Dhikr zu Allah Azza wa Jal vergessen. Ja, sie sind beschäftigt mit allem, außer mit Allah Azza wa Jal. Qala Musa alayhi salatu wa salam. Musa, der edle Gesandte, sagte zu Allah Azza wa Jal, Ya Rabb, allimni shay'an adhkuruka bih wa ad'uka bih. Bringe mir etwas bei, Ya Allah, womit ich dich erwähnen kann, womit ich dich rufen kann, Ya Allah. Qala, Ya Musa, qul la ilaha illa Allah. O Musa,
sage La ilaha illallah, sagte Allah Azza wa Jalla zu ihm, so sagte Musa, Qala ya Rabb, kullu ibadika yaqulu hadha, alle deine Diener sagen La ilaha illallah. Qul, so sagte Allah Azza wa Jalla, Qul La ilaha illallah, sag La ilaha illallah ya Musa. Er sagte dann, La ilaha illa ant, niemand darf mit Recht und Wahrheit angebetet werden, außer dir, ya Rabb. Innama uridu shay'an tukhussuni bih. Aber ich möchte von dir etwas erlernen, oh mein Herr, was speziell für mich ist. Ich will nicht wie ein gewöhnlicher Diener sein. Lernst du von den Besten der Menschen? Sie wollen nicht wie einfache Diener sein. Es reicht ihnen nicht, eine 4- in der Klausur zu schreiben. Sie wollen die höchsten und die besten Paradiesplätze. Sie wollen die Besten sein unter den Menschen. Sie wetteifern mit den anderen Menschen. Es reicht ihnen nicht, zu sagen, Hauptsache ich habe am Jumu'ah gebetet und jetzt schauen wir mal, was das Paradies für mich vorbereitet hat. Sie gehören nicht zu den Leuten. Sie gehören zu den Leuten, die die besten Taten machen. Ja Allah, bringe mir etwas bei, was speziell für mich ist und niemand anderes dieses bekommen hat, außer mir. So sagte Allah Azza wa Jalla zu Musa, Ja Musa, لو كان السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. Er sagte, O Musa, Allahu Akbar, was für eine Gnade. Allah hat mit ihm gesprochen. Subhanahu wa ta'ala. Allah spricht, wie er will, wann er will, wie oft er will. Subhanahu wa ta'ala. Gepriesen sei er, dass er nicht sprechen kann, wie manche Leute ihm dieses zuschreiben. So sagte er, O Musa, wenn die 7 Himmel, und zwischen jedem Himmel ist ein Reiseunterschied von 500 Jahre. Wenn die 7 Himmel und was dazwischen ist und die 7 Erden auf einer Waagschale gelegt werden würden, mit allem, was darin Gutes existiert, wa la ilaha illallah, und la ilaha illallah ist auf der anderen Waagschale, so wiegt la ilaha illallah schwerer als diese gesamten Geschöpfe. Allahu Akbar. Wie oft sagst du la ilaha illallah? Sag la ilaha illallah. Und du, oh Frau, wenn du in der Küche bist und Kafta machst, sag la ilaha illallah. Vermisse niemals, diese Wörter zu sagen. Bei Allah, das einmalige Sagen von la ilaha illallah kann vielleicht ein Paradies bedeuten. Möge Allah Azza wa Jal uns allen das Paradies geben. La ilaha illallah. Es dauert nicht mal 2 Sekunden und es wiegt schwerer als die 7 Himmel und die 7 und was da? Allahu Akbar. Welch vorzügliche Tat bei Allah Azza wa Jal und der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte uns, Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Am Tage der Auferstehung werden 7 Personengruppen unter dem Schatten des Thrones von Allah Azza wa Jalla sein. Wo werden die anderen Menschen sein? Sagt es mir. Unter der heißen Sonne, der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagte, Taddu shams yawm al-qiyama, die Sonne wird heruntergebracht am Tage der Auferstehung, ka qadri al-mil, so dass sie nur 1 Mil, 1 Meile von den Leuten entfernt ist. 1 Meile bedeutet hier tatsächlich die Entfernung von 1 Meile oder nur ein paar gezählte Zentimeter über den Köpfen der Leute. Sie werden 50.000 Jahre unter dieser Sonne stehen. Und so sagte er sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, يغلي منها الهوام. Unter der Sonne werden die Gehirne, die Köpfe der Menschen kochen. Bist du bereit, 50.000 Jahre unter dieser Sonne zu stehen? Und wenn nein, höre, welche errettete Gruppe unter dem Schatten von den 7 Gruppen sein wird, die unter dem Schatten des Thrones Allahs Azza wa Jal eine Kühlung bekommen. Welch wundervolle Sache ist dieses an diesem Tag. Möchtest du dir nicht diesen Platz sichern an diesem heutigen Tag? Er sagte, eine Person, der sich erretten wird an diesem Tag, وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. Eine Person, er hat Allahs gedacht, wo er alleine war.
Er fing an zu weinen, so dass Allah Azza wa Jal ihn Yawm al-Qiyama unter diesem Schatten, unter dem Schatten des Thrones bringen wird. Schaut mal, subhanallah, was hat er gemacht? Er hat Allahs gedacht. Und was für ein Unterschied zwischen Leuten, die alleine, und hier sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, eine Person, der alleine in einem Raum ist und er gedenkt Allahs Azza wa Jal. Was für ein Unterschied zwischen einer Person, der, obwohl er alleine ist und alles an Sünde machen könnte, und ihr kennt euch besser aus als ich, es gibt Internet und es gibt Computer und es gibt Tablets und es gibt Handys. Man kann sich alles anschauen, was man will, wenn man alleine ist. Sah. Man kann dieses tun, wenn man alleine zu Hause ist. Niemand sieht dich, niemand außer Allah Azza wa Jal. Alam ya'lam bi anna Allah yara? Weiß er denn nicht, dass Allah Azza wa Jal ihn sieht? Zu diesem Zeitpunkt hat er Allah vergessen. Möge Allah uns nicht zu denjenigen machen, die ihn subhanahu wa ta'ala jemals vergessen werden. Liebe Geschwister, eine Person, er ist alleine im Raum. Anstatt dass er tut, was er tun könnte, an Sünde, was macht er? Er gedenkt Allahs. Und er bittet Allah. Er spricht mit Allah. Er offenbart sich Allah. Er sagt Allah, was er gerne von ihm möchte. Und so wird er demütiger und demütiger. Und sein Herz fängt an zu beben, weil er gehört zu den Gläubigen, über die Allah Azza wa Jal sagt, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Wahrlich, die Gläubigen sind doch diejenigen, die, wenn Allahs Name erwähnt wird, ihre Herzen zum Beben gebracht werden. So erbebt sein Herz. Und er wird immer demütiger. Und er wirft sich dann letztendlich nieder und bittet Allah nur darum, dass er ihn vom Höllenfeuer bewahrt. Diese Person wird Yawm al-Qiyamah unter dem Schatten des Thrones von Allah sein. Der andere, wal-iyadu billah, er nutzt die Situation, dass er alleine ist. Und so schaut er sich eine schmutzige Seite nach der anderen an im Internet. Wir würden uns freuen, wenn er so den Koran blättern würde, wie er diese schmutzigen Seiten hin und her blättert. Möge Allah uns allen vergeben. Was für ein Unterschied, liebe Geschwister, zwischen demjenigen, der Allah alleine erwähnt in seinem Raum und die Vergebung Allahs ersehnt, und einer, der die Grenzen Allahs immer weiter sprengt, bis er zum Schluss überhaupt keine Reue mehr verspürt für das, was er an Sünde gemacht hat. So schlimm kann es schon nicht sein, so sagt dir dieser Mann, der Allah Azza wa Jal nicht kennt. Subhanallah. Liebe Geschwister, ein weiterer Vorteil vom Dhikrullah, höre diese Überlieferung. Inna Allah Ta'ala amara Yahya ibn Zakariya alayhi salatu wassalam an ya'mura bani Israel bi khams kana minha. Allah Azza wa Jal hat Yahya, dem edlen Propheten, wie der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam uns berichtet, liebe Geschwister, Allah hat Yahya befohlen, dass er Bani Israel, seinem Volk, fünf Dinge beibringt. Und unter diesen fünf Dingen sagte er zu ihnen, Alaykum bi dhikrillah, so gedenkt Allahs. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. So ist der Diener Allahs, der gläubige Diener Allahs. Er schützt sich selber vor dem Shaitan durch Dhikrullah. Shaitan verschwindet von dir, wenn du Allah Azza wa Jal erwähnst. Ja, warum hast du so oft Waswas? Eine Frage an dich. Und noch eine weitere Frage. Warum sagst du mir, dein Herz ist hart geworden? Die Antwort ist eine sehr leichte. Du hast Allah vergessen, also hat er auch dich vergessen. Und in so einem Zustand, wo du schwach bist, wo du bereit bist, jede Sünde zu machen, so kommt Shaitan, denn er nutzt diese Gelegenheit aus. Und dann wirst du in eine große Sünde fallen, weil das ist der Moment der Schwäche, den hättest du nicht gehabt, wenn du durch Dhikrullah dein Herz verstärkt hättest. So wäre der Shaitan davon gelaufen. Alladhi yuwaswisu fi suduri an-nas. Allah Azza wa Jalla berichtet uns über den Shaitan. Was macht er? Allah hat uns beigebracht, Zuflucht zu suchen vor dem Shaitan. Was macht er? Alladhi yuwaswisu fi suduri an-nas. Was bedeutet das? Ihr liest diese Ayat. Was macht er?
Er flüstert in die Brust herein. Ibn al-Qayyim gibt eine wunderschöne Erklärung ab. Er sagt, wenn der Mensch Allah vergisst, möge Allah uns nicht zu ihm gehören, dann kommt Shaitan und er verschafft sich einen immer größeren Platz im Herzen von einer Person, bis er das Herz so weit erobert hat, dass wenn auch dieser Diener einmal Dhikrullah macht, es berührt überhaupt nicht mehr sein Herz, weil Shaitan sein Herz unter Besitz genommen hat. Verstehst du jetzt, warum die Worte Allahs nicht mehr in dein Herz eindringen? Weil du Monate zuvor, Monate, vielleicht auch Jahre, o Diener Allahs, und das ist der Tag der Wahrheit, möge Allah uns nicht zu denjenigen zählen lassen, die sich selber betrügen, weil du monatelang und jahrelang diesem Shaitan die Chance gegeben hast, wo ist dein Dhikrullah? Weder gedenkst du Allahs am Morgen noch am Abend. Und wir lieben euch für Allah Azza wa Jal. Weder beschäftigst du dich mit dem Wesentlichen, sondern es geht heute nur darum, irgendwelche lustigen Videos herunterzuladen, bei YouTube, bei Facebook, und sie den anderen Leuten zu zeigen, um sie ebenfalls zum Lachen zu bringen. Und man vergisst, dass der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, lacht nicht zu viel, denn das viele Lachen tötet das Herz. Und deswegen zählen einige Gelehrte das zu den Sünden, dass du zu viel lachst. Aber er möchte lachen. Er möchte lachen. Jedes Mal, wenn du lachst, so wird das morgen vor Allah ein Weinen sein. Ich rede nicht darüber, liebe Geschwister, nicht, dass man mich falsch versteht, dass wir nicht lachen dürfen. Aber diese Personen sind nur beschäftigt mit der Dunya. Und sie haben Allah vergessen. Und sie erwähnen nicht den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Deswegen haben sie sich nicht vor Shaitan geschützt. Und er erobert ein Herz nach dem anderen, bis Shaitan es schafft, diese Person, wal'iyadu billah, zum Kufr zu bringen. Möge Allah unsere Herzen befestigen. Lieber Bruder und liebe Schwester, ein Vorteil von Dhikrullah ist, dass du Glückseligkeit durch das Gedenken zu Allah Azza wa Jalla erfahren wirst. So sagt Allah al-Malik al-Haqq. Er sagt, Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Allah Azza wa Jalla sagt, wahrlich diejenigen, die gläubig sind und die Ruhe finden in ihren Herzen mit dem Gedenken zu Allah, werden die Herzen höre zu, o Diener Allahs. Diese Ayat tätowierst du dir heute in deinem Herzen herein. Werden die Herzen nicht nur mit dem Gedenken zu Allah Azza wa Jal ruhig. Was sagt Allah Azza wa Jal uns in dieser Ayat? Nichts wird dir wahre Freude und Glückseligkeit in deinem Herzen bringen, außer dem Dhikrullah. Das ist klar, die Ayat. Die Ayat ist klar diesbezüglich, liebe Geschwister. Wie viele suchen nach dieser Glückseligkeit? Du siehst, dass Leute alles Mögliche unternehmen. Er spart viel Geld an, aber er merkt, er wird nicht glücklich. Aber viele denken, dass sie auf diese Art und Weise die Glückseligkeit erreichen. Jemand versucht, Freude im Leben zu finden, indem er sich ein schönes Auto leistet. Aber nach 3 Wochen ist dieses Auto auch ganz normal bei ihm geworden. Oder eine schöne Wohnung. Und er sieht, dass dieses ihm ebenfalls keine Glückseligkeit bringt. Selbst der Plasmafernseher, der größer ist als er selber, bringt ihm keine Glückseligkeit. Auch nicht die Freunde, mit denen er von morgens bis abends herumhängt. Auch nicht die Musik, die er ständig hört. Dieses alles bringt ihm keine Glückseligkeit. Manche kaufen sich sogar einen Hund. Und sie merken, auch dieser bringt keine Glückseligkeit. Irgendwann versuchen sie es mit einem Tattoo. Auch das bringt ihnen keine Glückseligkeit. Und irgendwann tätowieren sie den Hund. Auch das bringt ihnen keine Glückseligkeit. Er merkt, dass jede Sache nach der anderen ihm keine Glückseligkeit bringt. Der Ärmste wüsste er, dass das Medikament so leicht zu erreichen ist. Allah bi dhikrillah tatma'innul qulub. Werden die Herzen nicht nur mit dem Gedenken zu Allah Azza wa Jal ruhig, bei Allah. Nur damit. So sagte einer der Salaf. Er sagte, Masakina ahlul dunya kharaju minha wa ma dhaqu atyaba ma fiha mahabbatullahi ta'ala wa ma'rifatihi wa dhikrihi. Er sagte, wie armselig die Leute von der Dunya sind, die gestorben sind, in ihren Gräbern liegen und sie haben nicht das Wertvollste in dieser Dunya genossen, dass man Allah Azza wa Jal liebt, subhanahu wa ta'ala,
und dass man ihn subhanahu wa ta'ala kennenlernen durfte und dass man seinen Namen erwähnt hat. Dieses haben sie alles nicht genossen. Dies alles haben sie nicht genossen. Sie sind von dieser Dunya gegangen, ohne diese Glückseligkeit. Liebe Geschwister, viele Geschwister, sie treffen sich, richtig. Aber was machen sie in dieser Zeit? Wie ich erwähnt habe, sie sitzen nur und lachen und spielen herum. Und du siehst sie, dass sie Stunden sitzen, ohne Allah und seinen Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, zu erwähnen. Höre diese Überlieferung. Und jetzt weißt du, warum auch diese Sitzung, o Diener Allahs, dir keine Glückseligkeit bringen. Er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, ma jalasa qawmun majlisan lam yadhkurullaha fi wa lam yusallu ala nabiyihim إلا كان عليهم ترى فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. Er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, wenn Leute zusammensitzen und sie erwähnen nicht Allah und sie machen keine Salawat auf den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, jetzt wisst ihr, warum ich euch immer dazu ansporne, diese Salawat zu machen. Sie erwähnen nicht Allah und sie machen keine Salawat auf ihren Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, so wird es für sie eine Reue sein am Tage der Auferstehung. Allah, eine Reue sein am Tage der Auferstehung. Wenn Allah will, dann bestraft er sie. Wenn Allah will, dann bestraft er sie. Wen zu erwähnen, bringt dir mehr Freude im Herzen als Allah und seinen Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam. Wen? Man redet viel über die Leute. Kennst du Fulan? Und weißt du, wer der ist? Und weißt du, was der für ein Irre gegangen hat? Und du siehst, die Leute beschäftigen sich nur mit den Menschen. Deswegen sagte einer der Salaf-Gelehrten, er sagte, ذِكْرُ النَّاسِ دَا وَذِكْرُ اللَّهِ دَوَا. Dass du über Menschen redest, ist eine Krankheit, die in deinem Herzen existiert. Und dass du Allah erwähnst, ist die Heilung für dein Herz. Ist die Heilung für dein Herz. Allahu Akbar. Und dann möchte ich euch eine Überlieferung nennen, liebe Geschwister. Und das sind alles Geschenke von mir heute an euch. Das sind die schönsten Geschenke, die ihr bekommen könnt. Eine Überlieferung, die ich euch nenne. Und ihr werdet sagen, Subhanallah, deswegen sagte uns Abul Bara, dass Dhikrullah zu den besten Taten gehört. Er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, ala unabbiukum بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم. Er sagte, soll ich euch nicht über eine Tat berichten, die zu den besten und zu den reinsten Taten bei eurem Herrn zählt. وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ. Und ihr erlangt damit die besten Stufen im Paradies. وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ. Und es ist besser als Gold und Silber zu spenden. Wir steigen eine Stufe nach der anderen auf. Zählt mit mir. Subhanallah, sie gehört zu den besten Taten, zu den reinsten Taten. Sie bringt uns in die höchsten Paradiesplätze. Und sie ist besser als Gold und Silber zu spenden. وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ. Und sie ist besser, diese Tat, als dass ihr in einer Schlacht kämpft, wo ihr die Nacken von den Feinden Allahs abschlägt und sie eure Nacken abschlagen. So sagten die Sahaba radiallahu anhum, قَالُوا بَلَا. Sage uns, ja, Gesandter Allahs, welches ist diese Tat? قَالَ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى. Das Erwähnen Allahs Azza wa Jal. Höre, was Mu'ad ibn Jabal radiallahu an im Anhang zu dieser Überlieferung sagte. Er sagte, مَا شَيْءٌ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى. Nichts wird einem Yawmul Qiyamah mehr erretten von all den Taten, die man gemacht hat, außer Dhikrullah. Bist du bereit, ab jetzt Allah Azza wa Jal mehr zu erwähnen, o Diener Allahs? Und es gehört zu den Eigenschaften, dass sie Allah viel oder wenig erwähnen. Wenig. Allah Azza wa Jal sagt, Innal Munafiquna yukhadi'un Allah wa huwa khadi'un. Wahrlich, die Munafiqin, sie wollen Allah betrügen, er aber führt sie herum, subhanahu wa ta'ala. Wa idha qamu ila salat, qamu kusala. Und wenn sie zum Gebet aufstehen, dann stehen sie nur sehr schwerfällig auf. يُرَاؤُونَ النَّاسِ. Sie zeigen sich vor den Menschen. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Und sie gedenken Allahs nur sehr wenig.
eine Eigenschaft der, ich möchte euch hören, der Heuchler. Der Heuchler. Möge Allah uns weit von dieser Gruppe entfernen. Du kannst niemals eine Person sein, der Allah wahrlich liebt und du erwähnst ihn nicht. Schau, wenn einer eine Freundin liebt, im Haram, der erzählt jeden von seiner Freundin. Die Leute sind schon längst eingeschlafen oder weggegangen und er erzählt weiter. Richtig? Auch wenn er alleine sitzt, er erwähnt sie von morgens bis abends. Das Letzte, was er vor dem Schlafengehen erwähnt, ist seine Freundin. Und das Erste, was er erwähnt, wenn er morgens aufsteht, ist seine Freundin. Bei uns ist das Höchste in unserem Leben wer? Allah subhanahu wa ta'ala. Höre, was ein Salaf zu den Leuten gesagt hat. Und sie haben den Koran verstanden, anders als wir, liebe Geschwister. Er sagte, Wallahi, inni a'lamu, mata yadhkuruni rabbi. Bei Allah, ich weiß, wann Allah mich erwähnt. Die Leute dachten, er wäre verrückt, dass er über das Verborgene Bescheid weiß. Sie sagten, wie? Du weißt, wann Allah dich erwähnt. Er sagte, bei Allah, ich weiß, wann Allah meinen Namen erwähnt. So sagten sie, mata yadhkuruka rabbak, wann erwähnt Allah Azza wa Jal deinen Namen, dein Herr, wann erwähnt er deinen Namen? Qala idha dhakartuhu, wenn ich ihn erwähne, qala Allah Azza wa Jal, und jetzt hat er ihnen den Beweis gegeben, fadhkuruni adhkurkum, gedenkt meiner, so gedenke ich eurer. Er sagte, jedes Mal, wenn ich Allahs Namen gedenke, dann weiß ich, in diesem Moment gedenkt Allahs meinen Namen. Allahu Akbar. Fadhkuruni adhkurkum. So gedenkt meiner, so werde ich eurer gedenken. Und eine Frage, lieber Bruder und liebe Schwester, was ist höher im Wert, dass du Allah erwähnst oder dass er dich erwähnt? Dass Allah uns erwähnt, subhanahu wa ta'ala. Solange du Dhikr machst, verschönerst du dein Paradies. Allahu Akbar. Existieren die Paradiese schon? Bei Allah, sie existieren schon. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Allah Azza wa Jalla sagt, und so eilt zu einem Paradiesgarten, dessen Breite wie zwischen Himmel und Erde ist. Allah Akbar. Wie groß ist das Paradies? Zwischen Himmel und Erde. Einmal saß einer der Salaf und er diskutierte mit Leuten, die Irrgehende waren. Und sie haben ihm gesagt, und du kannst dieses Grundstück kaufen und jenes Grundstück kaufen und du wirst glücklich werden im Leben. Er sagte, wollt ihr mich betrügen? Soll ich etwas Erde besitzen? Und Allah hat mir versprochen, dass mein Paradies so breit sein wird wie zwischen Himmel und Erde. Was wollt ihr mir verkaufen? Was wollt ihr mir geben? Diese Leute haben verstanden, was sie morgen bei Allah Azza wa Jalla bekommen werden. Und deswegen haben sie Geduld gezeigt. Und sie haben die Prüfung bestanden. Warum? Weil Allah Azza wa Jalla ihnen die Kraft gegeben hat und er ihnen dieses wunderschöne Gefühl im Herzen eingegeben hat, dass sie morgen Allah antreffen werden. Und so sind sie auf beste Art und Weise gestorben. Und Allah hat sie in die höchsten Paradiesgärten eingelassen. Möge Allah Azza wa Jalla allen Anwesenden hier das Paradies geben. Allahu Akbar, liebe Geschwister. Du kannst heute dein Paradies verschönern. Manche von uns, die sitzen einfach so da. Und er denkt darüber nach, könnte ich doch dieses Haus besitzen. Und dieses Transportmittel, dieses Auto. Und was, wenn ich so einen Garten hätte? Er hat nachgedacht, aber was hat es ihm gebracht? Nichts. Höre zu, wenn du Allah Azza wa Jalla erwähnst, so sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, laqitu Ibrahim layla. Ich habe eines Nachts, und das war in der Nacht von Isra und Mi'raj, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam emporgehoben wurde, wohin? Zu Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, welche Ehre für unseren geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er wurde aus Mekka vertrieben, mehr oder weniger. Dann ging er zu der Stadt At-Taif. At-Taif. Er wollte einen Neuanfang starten. Und als er sallallahu alaihi wa sallam die Menschen dort zum Islam gerufen hat, was haben sie gemacht? Sie haben ihre Kinder auf die Straßen geschickt und sie haben den Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mit Steinen beschmissen, bis das Blut des Gesandten sallallahu alaihi wa sallam in seine Sandalen geflossen ist. Dann kam Mikael, der gewaltige Engel. Und er sagte, Asqut alayhim al-Akhshabayn. So kann ich, wenn du willst, ja Muhammad, diese beiden Akhshabayn auf sie zusammenklappen, über sie zusammenklappen. Das waren zwei Berghälften gewesen. So sagte Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Und er hat dieses Angebot bekommen. Überlegt, einer tut euch etwas wirklich Übles auf der Straße an.
Was ist unsere Reaktion? Wir machen sofort gegen ihn. Du, und wenn wir die Möglichkeit hätten, würden wir ihn umbringen. Aber Subhan al-Malik, der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, war anders als wir. Er hat uns beigebracht, was Barmherzigkeit bedeutet. Er sagte zu ihm, Allahumma hdi qawmi, fa innahum qawmun la ya'lamun. O Allah, leite mein Volk recht, denn es sind Leute, die wissen gar nicht, was sie dort machen. Und aus diesem Volk ist Khalid ibn Walid gekommen. Und Ikrimah ibn Abi Jahl und andere großartige Gefährten, liebe Geschwister. Subhanallah. At-Taif. In dieser Stadt war er. Er hätte die Möglichkeit gehabt, diese Leute zu vernichten. Aber er hat es nicht gemacht. Danach ist noch sein Onkel gestorben, Abu Talib. Und Khadija radiallahu anha. Eine Prüfung nach der anderen. Und Abu Talib hat ihn geschützt vor den Kuffar in Mekka. Eine Prüfung nach der anderen. Dann kam ein Geschenk von Allah an den Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam. Al-Isra wa al-Mi'raj. Allah hat ihn zu sich empor erhoben, als ob Allah ihm sagen wollte, wenn die Menschen dich unten nicht möchten, ja Muhammad, dann sei mein Gast hier oben. Allahu Akbar. Dann sei mein Gast hier oben bei mir. Und er hat ihn emporgehoben, subhanahu wa ta'ala. Und dort hat er ihm welches Gebot offenbart? Das Gebet. Das Gebet. Alle Gebote wurden auf der Erde offenbart, außer das Gebet daran. Darum halte fest an das Gebet, O Diener Allahs. Vergesse niemals das Gebet. Und du weißt, dass du ohne Gebet kein wahrer Muslim bist. Möge Allah Azzawajal uns an den Gebeten festhalten lassen. Er sagte, Laqitu Ibrahima Laylata Usriyabi. Als ich emporgehoben wurde in der Nacht von Isra und Mi'raj, habe ich welchen Propheten begegnet? Ibrahim alayhi salatu wassalam. Schaut, dass Allah macht, was er will. Es gibt diese möchte gern Intelligenten. Ja, wie sollen das gehen? Der ist doch schon längst tot. Das ist das Problem, wenn du Allah, dein Herrn, nicht kennst. Du vergleichst immer deine Fähigkeiten mit den Fähigkeiten von Allah. Aber er hat so viele andere Fähigkeiten. Er besitzt alle Fähigkeiten, subhanahu wa ta'ala. إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Wenn er eine Sache beschließt, subhanahu wa ta'ala, dann sagt er nur, sei und so wird es sein. Subhanallah. Ohne vorhergehendes Beispiel. Er sagte, ich habe Ibrahim alayhi salatu wassalam getroffen. Hört, O Diener Allahs, was Ibrahim, was er den Gesandten sallallahu alayhi wa sallam mitgeteilt hat. Er sagte zu ihm, Aqri ummataka minni salam. Grüße deine Umma von mir. Allahu Akbar. Und ich reiche euch den Gruß von Ibrahim alayhi salatu wassalam. Er grüßt euch alle, liebe Geschwister, die Umma von Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Und er sagte zu ihm, wa akhbirhum, und benachrichtige sie, erzähle ihnen, anna al-jannata tayyibatu turba adbatu al-ma, und dass das Paradies einen Boden mit guter Erde besitzt und süßes Wasser in diesem Paradies existiert. Wa annaha qi'anun wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, und dass die Bäume darin bepflanzt werden mit subhanallah und alhamdulillah und la ilaha illallah und allahu akbar. So verschönerst du dein Paradies, O Diener Allahs. Und Al-Qurtubi und Ibn al-Jawzi und viele der Tafsir-Gelehrten haben erwähnt, dass das nicht nur bezüglich der Bäume ist, sondern generell auch mit deinen Schlössern. Solange du Allah Azza wa Jal erwähnst, so bauen die Engel weiter deine Schlösser im Paradies. Hörst du auf, Allah zu erwähnen, so hören sie auch auf zu bauen. Vergesse nie, la ilaha illallah, wa subhanallah, wa alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Setz dich einmal hin. 5 Minuten, 10 Minuten. Eine Stunde ist Allah das nicht wert. Und erwähne ihn, subhanahu wa ta'ala. Erwähne ihn, wann auch immer du kannst. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, er lag im Schoß von Aisha, radiyallahu anha wa ardaha, wie sie berichtet hat. Und sie war gerade menstruierend, liebe Geschwister. Er lag in ihrem Schoß und er hat den Koran gelesen. Schaut, wie er uns die höchste Form des Dhikr beigebracht hat und uns gleichzeitig beigebracht hat, wie man Liebe und Religion und Anbetung zu Allah miteinander verbinden kann. Und Aisha hat es genossen, dass der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam bei ihr gewesen ist. Und ich beende in Kürze, liebe Geschwister. Sag la ilaha illallah.
Sag Alhamdulillah, sag Subhanallah. Vergesse niemals, dass dieser Dhikr dich niemals verlieren lässt, sondern im Gegenteil, dass du nur gewinnen kannst. Wir haben die Vorteile alle aufgezählt. So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung, die viele Gelehrte als authentisch klassifiziert haben: Akthiru dhikrallahi hatta yaqulun nas hadha majnun. Macht so viel Dhikr, bis die Leute über euch sagen, ihr seid verrückt. Bis die Leute sagen, ihr seid verrückt. Aber du bist nicht verrückt. Im Gegenteil, du weißt ganz genau, wen du lobpreist, wo die Namen hast. Dhikrullah ist ein Ersatz für viele Taten, die einem Diener schwerfallen. Seid ehrlich. Wer von euch besitzt mehr als 10.000 Euro? Keine Ahnung, ich melde euch nicht, den Finanzamt. War mir klar, dass sich niemand meldet. Nein, anders gefragt. Wer von euch ist kein Hartz-IV-Empfänger? Wallah, gut, bei uns sieht es schlimm aus. Sehr gut, Alhamdulillah. Das heißt, die, die sich gemeldet haben, haben auch Geld. So, wir belassen es bei diesem Satz. Freitag sollen sie gut spenden, ja, Abi? Inshallah. Ist es leicht oder schwer, von diesem Geld zu spenden? Ja? Seid ehrlich. Leicht oder schwer? Ihr könnt mir nicht sagen leicht. Wisst ihr warum? Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einer authentischen Überlieferung bei Imam Ahmad gesagt hat, wenn der Diener spenden möchte, gibt es 70 Shayatin, die sich um ihn versammeln, um ihn davon abzubringen. Ihr kennt das! Natürlich! Du sitzt beim Jumu'ah. Wie sind eure Einnahmen? Jumu'ah, Abi? Gut oder? Mach mal Junus, das geht. Also ihr müsst Sachen mal machen. Von alleine geht's nicht. Einer sitzt beim Jumu'ah, der hat 20 Euro in der Tasche. Und ein 1-Euro-Stück. Der hört eine Khutba und der ist motiviert. Er sagt, Allahu Akbar, heute werde ich in die Spendenbox so und so viel reinschmeißen. Er hebt seine Brust und er läuft in Richtung Spendekasten. Und die Shayatin kommen und sagen ihm, wenn du 20 Euro heute spendest, kannst du keinen Döner mehr kaufen. Und du kannst nicht mehr das und das machen. Was spendet er, wenn er am Spendekasten ist? Danks. Nicht mal den Euro. Weil die 70 Shayatin sich um ihn versammelt haben. So ist das. Und trotzdem wird er belohnt von Allah für seine Absicht. Subhanallah. Subhanallah. Das ist die Sache. Deswegen, Leute haben Probleme zu spenden. Leute haben Probleme, liebe Geschwister, dass sie sogar in der Nacht aufstehen und ihr Gebet verrichten. Obwohl ich erinnere immer meine Geschwister daran. Qiyamul Layl, Qiyamul Layl, Qiyamul Layl. Qiyamul Layl und nicht Qiyamul Shaytan. Wie viele Leute schaffen es in der Disco bis 6, 7 Uhr morgens bei verrückter Techno-Musik zu tanzen? Richtig? Er dreht durch, förmlich. Von dem Sound, von der Musik, von den Leuten, vom Alkohol. Er dreht durch. Bis 6 Uhr morgens macht er durch. Und wir können nicht einmal 10 Minuten in der Nacht für Allah aufstehen. Und Allah sagt in dieser Zeit zu seinen Dienern, Hal bin da'in fa'astajiba lah. Gibt es jemanden, der mich um etwas bittet, so dass ich es ihm geben kann? Hal min mustaghfirin fa'aghfira lah. Gibt es jemanden, der mich um Vergebung bittet, so dass ich ihm vergebe? Allah fragt, gibt es jemanden? Du sagst ja, aber nicht. Nicht mich. Möge Allah soll uns vergeben. Er möchte uns nur vergeben. Wallahu yuridu ay yatuba alaykum. Allah möchte euch nur vergeben, aber ihr möchtet nicht die Vergebung. Allah azza wa jal. Du siehst, einer hat Probleme mit Spenden und er hat Probleme, in der Nacht aufzustehen. Und er hat allgemein Probleme, das Gute zu machen. Dhikrullah ersetzt das alles. Allahu Akbar. So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und ihr hört nur von mir einen Beweis von Allah oder seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Weil wir dürfen niemals sprechen, außer mit einem Beweis, liebe Geschwister. Höre, was er sagte. Man ajaza minkum anil layli an yukabidah. Derjenige, der von euch nicht in der Lage ist, in der Nacht aufzustehen und zu beten. Und ich denke, wir alle gehören dazu. وَبَخِلَ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ. Und er ist zu geizig, um von dem Geld, was er besitzt, zu spenden.
وجبنا عن العدو أن يجاهده. Und er ist zu feige, um gegen den Feind im Krieg anzukämpfen. فَلْيُكْثِرْ ذِكْرَ اللَّهِ. So soll er viel ذِكْرَ اللَّهِ machen. Allah, Allah. Was für eine Religion. Ein Geizhals kann bei uns erfolgreich sein. Ein Geizhals kann erfolgreich sein. Ein Schläfer, also einer, der lange schläft, kann erfolgreich sein. Ein Schläfer kann erfolgreich sein. Man muss ja immer gucken, wie die Leute das Wort verstehen. Liebe RTL und Pro7 und Shaitan TV, es ist hier gemeint, einer, der lange schläft, er kann erfolgreich sein, wie durch das dicke Ruhe. Subhanallah. Liebe Geschwister, haben wir gelernt, was für ein Wert dicke Ruhe hat? Haben wir gelernt, dass dieses besser ist, als Gold und Silber zu spenden? Haben wir gelernt, dass durch Dhikrullah Allah Azza wa Jal uns erwähnt, sogar bei seinen besten Engeln erwähnt, Subhan al-Malik? Dann die Frage, warum machen wir so wenig Dhikrullah? Und ich möchte heute unsere Herzen wieder beleben, indem ich meine lieben Geschwister und ich liebe euch für Allah Azza wa Jal wieder daran erinnere, dass wir uns an diesen heutigen Tagen bis zum Tode bi'idhnillah ta'ala mit Dhikrullah beschäftigen. Alhamdulillah. Sag es mir, o Diener Allahs. Hast du mal eine schwere Situation im Leben gehabt und Allah hat dir eine Lösung gegeben in deinem Leben? Wie war dein Alhamdulillah, was du gesagt hast? Wie war das? Subhanallah. Es hat dein Herz erleichtert. Sag, Alhamdulillah. Du hast es von ganzem Herzen gesagt. Und Subhanallah, wisst ihr eigentlich, dass wir nach jedem Gebet viel Alhamdulillah sagen? Aber das Problem ist von uns, dass wir Alhamdulillah nicht richtig sagen. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. So sagen wir. Unser Chef war einmal im Sudan, dann sah er einen Bruder, der hat ganz schnell Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Er sagte, mein Sohn, was sagst du da? Er sagt, der oben versteht mich schon. Was sagst du da? Der oben versteht mich schon. Wie oft hat er Alhamdulillah gesagt? Kein einziges Mal. Sag Alhamdulillah. Das ist, was vom Herzen kommt. Und der Dhikr, liebe Geschwister, auch wenn du Dhikr machst und du sagst ihn nur mit der Zunge, außer dass dein Herz dabei anwesend ist, so sollst du wissen, du wirst belohnt dafür. Aber das ist nicht der beste Lohn. Der beste Lohn ist, dass du das mit der Zunge sprichst und in deinem Herzen mitfühlst, was du sagst. Das ist der beste Dhikr, o Diener Allahs. Und ich beende mit den Salaf, radiyallahu anhum wa arbahum, was sie an Dhikr gemacht haben. Zwei Beispiele, liebe Geschwister. Über Abu Huraira, radiyallahu anhum, wurde berichtet, dass er wie oft das Tasbih gemacht hat am Tag. Wer weiß das? 12.000 Mal hat Abu Huraira am Tag Tasbih gemacht. Das heißt, Allah Azza wa Jal erwähnt. Und es wird über قيل لأبي الدرداء أسبتوا أبو الدرداء über أبو الدرداء gesagt وكان لا يفتر من ذكر الله. Er hat so viel an ذكر الله gemacht. Er wurde gefragt, كم تسبح في كل يوم. Wie oft machst du ذكر الله an jedem Tag, sagte man zu أبو الدرداء رضي الله عنه وارضى. قال 100,000 إلا أن تخطئ الأصابع. Ich mache 100.000 Mal تسبيح. 100.000 Mal erwähne ich Allah, außer wenn ich mich dabei verziehe. Wie oft? Wie oft? 100.000 Mal. Hat er verstanden? Er hat verstanden. Allah weiß. 100.000 Mal bei Allah, 100.000 Mal. Und ich möchte beenden, liebe Geschwister, weil ich sehe, ihr werdet schnell müde. Ein Dua, den wir jetzt alle zusammen lernen, weil er gewaltig ist. Und ich habe diesen Dua herausgeholt. Und es wird berichtet von Juwayhira, liebe Geschwister, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Morgens, als er das Fajr-Gebet gebetet hat, das Haus verlassen hat und sie war an ihrem Gebetsplatz geblieben. Dann kam er irgendwann viel später zurück und er sah, dass sie immer noch am selben Platz Dhikr gemacht hat. So waren unsere Mütter, radiyallahu anhu. Schaut mal, womit haben sie sich beschäftigt?
mit Dhikrullah. Was machen wir heute nach dem Gebet? Nach dem Gebet sofort das Smartphone, Dhikrul Facebook. Sofort. Kaum ist er fertig mit dem Gebet, was macht er? Zählt er mit den Fingern? Nein. Er zählt nicht mit den Fingern. Sondern er tippt viel mehr. Er chattet. Er muss den Brüdern und Schwestern mitteilen, dass er gerade sein Gebet gemacht hat. MashaAllah. Was ist passiert? Er kam wieder und sie war immer noch dabei, Allah Azzawajal zu erwähnen. So sagte er zu ihr, Subhanallah, was für eine wunderschöne Überlieferung. Er sagte zu ihr, soll ich dir vier Wörter nennen? Vier Wörter nennen, die schwerer wiegen, wenn du sie dreimal sagst, als die gesamte Zeit, wo du jetzt dicker gemacht hast. Wollt ihr sie es wissen? Ja. Wollt ihr es wissen? Ja. Er sagte, Subhanallahi wa bihamdi, adada khalqi, wa rida nafsi, wa zinata arshi, wa midada kalimati. Abu al-Bara, machst du dich lustig über mich? Denkst du, ich bin Araber? Kein Problem. Auch wenn du kein Araber bist, du wirst dieses Inshallah lernen. So wie du Texte damals vom Bafdini gelernt hast, lernst du jetzt aber was viel Besseres, was dir nützt, insha'Allah ta'ala, und zwar Dhikrullahi ta'ala. Nochmal, Subhanallahi wa bihamdi, adada khalqi, wa rida nafsi, wa zinata arshi, wa midada kalimat. Was bedeutet das? Es bedeutet, liebe Geschwister, gepriesen sei Allah Azza wa Jalla. So viel wie die Anzahl seiner Schöpfung ist, Allahu Akbar. Und so viel wie ihm zufrieden macht. Und so viel wie der Gewicht des Thrones ist. Und so viel wie die Wörter von ihm an Überfluss besitzen. Allahu Akbar. Das ist der Dua. Lerne ihn. Und wenn du ihn sagst, wie oft? Dreimal. So ist das für dich, als ob du den gesamten Tag Dhikrullah gemacht hast. Und wir schaffen es nicht immer. Wir sind auf Arbeit, wir sind mit unseren Familien und wir sitzen auch oft, liebe Geschwister, im Gefängnis, wenn du Muslim bist. Dann also was ist die Lösung? Du siehst, dieses ist ein Dua, den du erlernen kannst und dadurch wirst du bi'idhnillah ta'ala von der Strafe Allahs Azza wa Jal errettet sein. Und erlaubt ihr mir noch eine Sache, inshallah, dass ich sie erwähne. Liebe Geschwister, Dhikrullah ist eine Sache, sie ist bestätigt von unserer Religion. Denn es gibt in dieser heutigen Zeit Leute, die nennen sich Sufis. Sie haben Dhikrullah falsch verstanden. Wenn wir über Dhikrullah sprechen, dann gibt es zwei Arten von Gruppen. Die eine Gruppe ist, dass wir Dhikrullah an bestimmten Situationen, in bestimmten Situationen machen müssen. Welche Situation zum Beispiel? Nach dem Gebet. Sehr gut. Dürfen wir irgendein Dhikr nehmen? Antwort. Dürfen wir irgendein Dhikr sagen nach dem Gebet? Antwort. Nein, sondern nur der, der festgeschrieben ist. Dürfen wir im Gebet irgendein Dhikr sagen? Zum Beispiel statt Subhanallah Rabbi al-A'la sagst du La ilaha illallah. Nein, weil das nicht vorgeschrieben ist. Deswegen gibt es Situationen, da darfst du nicht von dem abweichen, was dir die Scharia vom Islam beigebracht hat. Aber dann gibt es allgemeinen Dhikr, Istighfar. Du kannst die gesamte Zeit Istighfar machen. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Das kannst du machen, so viel du willst. Dieses ist erlaubt. Aber wer hat uns beigebracht? Hullahu, hullahu, hullahu. Glaubt ihr, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der vernünftigste Mensch auf dieser Erde war, so ein Dhikr gemacht hat? Und ihr seht, dass sie immer weiter abgedriftet sind, bis sie zum Schluss Breakdance gemacht haben. Allah, sie haben schwarze Leute geholt, die dann vorgetanzt haben. Und wo ist der Unterschied zu der Straße? Da tanzen die auch die Breakdance. Aber ihr seht, dass man immer weiter abweicht vom geraden Weg. Wann? Wenn man auch diese Tür geöffnet hat. Die ganze Zeit sitzen sie, Allah, 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 Allah. Ja, was willst du sagen? Allah und dann weiter. Sag La ilaha illallah. Hätte er etwas davon? Davon hätte er etwas. Aber was bedeutet nur das Wort Allah? Was willst du uns sagen? Das ist kein Dhikr, liebe Geschwister. Wir sind noch nicht fertig. Das ist kein Dhikr. Welchen Dhikr machst du hier? Der vorgeschriebene Dhikr ist für dich Pflicht. Und nicht der Dhikr der Abgeirrten in dieser heutigen Zeit. Sie mischen sich unter Männern und Frauen. Ihr wisst, worüber ich rede. Wallahi, ich bin mir sicher,
dass manche von ihnen Drogen nehmen. Denn du kannst niemals 2 Stunden so machen. Das geht nicht. Das geht nicht. Niemals kannst du das machen. Ich habe jetzt schon Kopfschmerzen. Einmal, subhanallah. Daher ermahne ich mich und euch, diese Religion ist eine vollständige Religion. Wer will kommen zu diesem Zeitpunkt und sagen, ich mühe mich mehr ab als Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Religion? Das ist Kufr. Das ist Kufr. Wer so etwas sagt, der beste Diener unter der Sonne Allahs ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daher darfst du niemals etwas tun, was gegen die Religion ist. O Diener Allahs, wir haben eine vernünftige Religion. Eine Religion, die unseren Verstand beansprucht. Eine Religion, die uns Ruhe in unseren Herzen gibt. Das wird dir keine Ruhe im Herzen geben. Und wenn eine Frau neben dir ist, schon gar nicht. Daher haltet euch an die vorgeschriebenen Sachen in dieser Religion. Möge Allah Azzawajal von mir und von euch annehmen. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns zu den Gedenkenden unter seinen Dienern machen. Möge Allah Azzawajal uns jeden gewaltigen Lohn, der damit verbunden ist, ab heute schreiben. Und möge Allah Azzawajal uns mit Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yawm al-qiyamah vereinigen. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa barak lau fikum wa jazakum la khairan. Vor ihr gutes Zuhören, liebe Geschwister.